Eine Pagode ist ein markantes Bauwerk am Indianapolis Motor Speedway, genauer gesagt auf Höhe der Start-Ziellinie, dem Yard of Bricks. Und damit sind wir bei den 500 Meilen von Indianapolis. Herzlich willkommen, sagt Andreas Richter zu einem Special hier bei Nachspielzeit Rocks. Die 500 Meilen von Indianapolis, kurz das Indy 500. Am Sonntag, am vergangenen, wurde die 101. Ausgabe ausgetragen. Es ist das älteste Autorennen der Welt. Seit 1911 wird es durchgeführt, unterbrochen nur durch die beiden Weltkriege. Das Besondere am Sonntag, es gewann zum ersten Mal ein Japaner. Und den kennen viele von euch sicherlich aus der Formel 1, Takuma Sato. Fährt seit 2010 in der IndyCar-Serie. Es war erst sein zweiter Rennsieg am Sonntag und der erste eben eines Japaners in Indianapolis. Das zweite Besondere, es fuhr für denselben Rennstall von Michael Andretti ein Spanier, den kennen Sie alle aus der Formel 1, Fernando Alonso. Er hat den Formel 1 Grand Prix in Monaco ausgelassen, wurde dort von Jenson Button ersetzt und fuhr eines seiner Traumrennen, wie er gesagt hat. Er möchte ja auch das Triple schaffen aus Formel 1 Weltmeisterschaft, aus dem Sieg bei dem Indy 500 und bei dem Sieg bei den 24 Stunden von Le Mans. Er startete aus der zweiten Startreihe in mittlerer Position. In Indianapolis starten 33 Fahrer, verteilt auf 11 Startreihen. Er war also Fünfter, war immer in der Spitzengruppe, sammelte 27 Führungsrunden und 21 Runden vor Schluss. In Runde 179 von 200 kam das aus. Warum? Motorschaden in seinem McLaren Honda. Da muss er sich vorgekommen sein wie in der Formel 1. Wahnsinn! Honda ist einer der besten Motorenhersteller der Welt. Was die in der Formel 1 seit 2 Jahren abliefern, ist wirklich nicht zu fassen. Und jetzt hatte Fernando Alonso auch noch Pech in Indianapolis. Denn ein Honda-Motor war auf der anderen Seite der Siegermotor von Takuma Sato. Vorsprung des Japaners gerade mal 2 Zehntelsekunden, was sage ich denn? Es war eines der knappsten Zieleinläufe überhaupt. Und der zweitplatzierte Helio Castroneves, ein Brasilianer in Diensten vom Team Penske, der ist dreifacher Indy-Sieger und versucht seit 8 Jahren den 4. Sieg zu landen. Damit wäre er nämlich in einer Reihe mit einmal nur 3 Fahrern, die das geschafft haben, 4-mal das Indy 500 zu gewinnen. AJ Foyt, Tom Sneever und Al Unser. Es war ein spannendes, phasenweise dramatisches Rennen und ein spektakuläres mit einem Wahnsinnsunfall etwa nach einem Rennviertel von dem Mann, der auf der Pole Position gestartet war, auch für das Team von Michael Andretti, Scott Dixon. Der Neuseeländer überschlug sich, knallte von oben auf die innere Leitplanke, beschädigte den inneren Fangzaun, das Auto völlig zerstört und ich habe in dem Moment, als ich es live gesehen habe, am Bildschirm wirklich gedacht, der Scott Dixon kann diesen Unfall nicht überleben. Am Ende hat er ihn überlebt, war nicht mal verletzt. Ein Wunder, aber natürlich auch ein Beleg für die hohe, sehr hohe Sicherheit der Fahrzeuge. Das Rennen wurde mit roter Flagge etwa 25 Minuten unterbrochen, um die Leitplanken und die Fangzäune zu reparieren. Dann ging es weiter. Das Ende habe ich gerade geschildert. Fernando Alonso ohne Happy End. Hervorheben möchte ich noch eine junge Dame aus London, 1983 geboren, Pippa Mann mit Namen, eine zierliche kleine Blondine. Sie fuhr zum zweiten Mal hintereinander unter die Top 20, war dieses Jahr von Rang 28 gestartet, kam als 17. ins Ziel und das für das unterfinanzierte kleine Team von Dale Coyne. Nicht vergleichbar mit den finanziellen und Mannschaftsressourcen von Team Penske, von Andretti oder von Ganassi. Soweit unser Special zum Indy 500. Das werden wir nächstes Jahr sicherlich auch bieten hier bei Nachspielzeit Rocks. In 2 Wochen geht es weiter mit Formel 1 aus Montreal, dann natürlich auch wieder Formel E. Das alles hier mit Andreas Richter. In diesem Sinne, bis bald. Ciao.